Hallo und Servus aus Niederösterreich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute habe ich wieder ein Rasseporträt für euch und zwar von einer Rasse, die ihr euch schon ganz oft gewünscht habt. Ich bin zu Gast bei einer Baduaner-Züchterin, bei der Stefanie. Stefanie, vielen Dank, dass ich da sein darf. Du bist absoluter Baduaner-Fan. Ja. Also ich freue mich, dass du da bist. Das ist mir eine wirklich große Ehre eigentlich, mir dass gerade meine Hühner da gezeigt werden. Das ist echt toll. Und ja, ich bin wirklich ein riesengroßer Baduaner-Fan. Was fasziniert dich an der Rasse so? Es ist alles. Es ist das Wesen der Rasse, es ist natürlich das Aussehen der Rasse. Ja, das ist natürlich sehr auffällig. Genau. So eine Gruppe von silber- und goldschwarz gesäumten Baduanern ist natürlich ein absoluter Blickfang. Haubenhühner generell und die gesäumten Varianten ganz besonders haben das Potenzial, auch Leute für Hühner zu begeistern, die sich vorher kaum mit Federvieh auseinandergesetzt haben. Die Baduaner gibt es seit vielen Jahrhunderten, man würde meinen, sie haben ihren fixen Platz in der Geflügelzucht. Aus aktuellem Anlass steht es aber leider gar nicht mehr gut um die Rasse. Seit es auch Hybridhühner mit Federhauben gibt, haben die Baduaner ernsthafte Konkurrenz bekommen. Die sogenannten Trufflerhauben hat man zusammengekreuzt aus Baduanern mit verschiedenen Legelinien. Trufflerhauben sind recht preiswert und erschwinglich, werden von vielen Geflügelhändlern gehandelt und so greifen die Leute lieber bei den Trufflerhauben zu, anstatt sich darum zu bemühen, echte Rasse Baduaner zu erwerben. Stefanie und ich, wir wollen mit dieser Folge heute wieder eine Lanze brechen für die Originalform einer der wichtigsten und historisch wertvollsten Hühnerrassen Europas. Stefanie ist übrigens Historikerin und sie kann sehr viel zum geschichtlichen Hintergrund der Baduaner erzählen. Bei den Baduanern wird ja oft angenommen, die kämen aus Italien, weil es dort die Stadt Padua gibt. Das kann man jetzt aber so eindeutig gar nicht sagen, oder Stefanie? Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass es ganz viele verschiedene Herkunftstheorien zu den Baduanern gibt. Es gibt schon wirklich spätantike Darstellungen, gibt zum Beispiel im Vatikanischen Museum eine Statue von einem Haubenhahn. Es gibt Ausgrabungsfunde, zum Beispiel aus dem römischen Trier, nur als Beispiel, wo schon der typische Schädel mit Protuberanz zu sehen, also gefunden wurde und zu sehen ist. Also es war dann eben so, dass diese Baduaner, da gibt es ja verschiedene frühneuzeitliche und neuzeitliche Darstellungen, wo dann auch schon wirklich Hühner mit Haube und mit der typischen Säumung zu sehen sind. Aber das richtige Bild des Baduaners, so wie wir es heute haben, beziehungsweise der Grundstein von dem, das wurde dann 1869 beim Deutschen Geflügelkongress in Dresden gelegt. Mhm. Da wurden diese ganzen, ich sage mal, lokalen Bezeichnungen, also eben Schleierhuhn, Prachthuhn etc. etc. Ja, ja. Das wurde dann einfach vereinheitlicht und der Paduaner, ja, wurde, also als Paduaner wurde dann das, also die Hühner bezeichnet, die eben diese Vollhaube haben, keinen Kamm und den Bart, also als wichtigste Rassemerkmale. Also so wie wir sie heute kennen, sind sie eigentlich genau in Deutschland, so wie es bei anderen Rassen auch definiert ist, definiert worden. Worden. Okay. Könnte man so sagen. Sehr interessant. Genau, und ja, es ist ja auch so ein lustiges Phänomen, dass sie international als Polish Chickens bekannt, ja, sind, gleich wie die Holländerhauben. Ja. Und du hast mir vorhin schon gesagt, das sorgt oft für Verwirrung, ja, aber man kann dann im Internationalen die Baduaner einfach als bearded, genau, polish richtig bezeichnen. Genau, genau. Also okay, das sind einfach durch diesen Bart, den ja die Holländer haben, nicht haben. Also liebe Happy Huhn Fans, ihr seht, die Baduaner werden mit den verschiedensten Ländern in Verbindung gebracht. Ja. Polen, Italien, Deutschland. Ich glaube, in manchen Büchern steht auch, es wäre eine englische oder eine niederländische Rasse, weil es halt in allen diesen Ländern, ja, Haubenhuhnzüchtungen mit Bart gab und die wurden dann quasi zusammengefasst. Also ich glaube, das hast du für uns jetzt auch echt super erklärt, weil es ist schon sehr interessant und ich glaube, je älter eine Rasse ist, umso schwieriger ist es natürlich, die wahre Zuchtgeschichte herauszufinden, aber umso wertvoller ist es eigentlich auch, die Rasse zu erhalten. Die gesäumten Baduaner sind natürlich zahlenmäßig am häufigsten und werden sicher auch in Zukunft am beliebtesten bleiben. Wir schauen uns jetzt aber auch ein paar andere Farbschläge der Rasse an, denn insgesamt züchtet Stefanie 6 verschiedene. So Stefanie, du hast hier jetzt den schwarzen und den weißen Farbschlag. Genau, ja. Also wie die Schwarzen in der Sonne glänzen, das fasziniert mich.
Das ist rassetypisch, oder? Ja, es ist bei den schwarzen Baduanern ist ein wirklich schöner, deutlicher Grünglanz gefordert. Und das sieht man natürlich jetzt in der Sonne ganz besonders gut, dass die wirklich schön grün glänzen. Also ich selbst habe auch die weißen und die schwarzen Baduaner lange total unterschätzt, weil diese einfarbigen Hühner und so weiter. Sieht man selten auch, gell? Sieht man auch selten, ja. Bei der Aber Rasse. Wenn man sich das natürlich anschaut, in der Sonne, das ist schon wirklich, wirklich schön und wirklich toll. Also es ist eigentlich eine Farbvielfalt in Schwarz, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, also dass auch Schwarz eigentlich nicht nur Schwarz ist. Ja, ganz genau. Ganz genau. Traumhaft schöne Tiere. Und die Federhaube ist bei den Weißen ein bisschen anders? Ja, total. Also mir kommt jetzt vor, durch dass wir jetzt doch einige Farbschläge der Baduaner züchten, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die weißen Baduaner einfach die beste Hauben haben und die beste natürliche Sichtfreiheit. Okay, also aus Hühnersicht einfach für die Hühner am tiergerechtesten. Ja, genau. Mhm. Also die sind überhaupt nicht beschnitten oder irgendwas, die haben alle eine wunderschöne Sichtfreiheit. Und ja, also die bin ich total durch Zufall gekommen. Also ich würde mal sagen, wer weiße Hühner sucht, bei denen man auf den ersten Blick sieht, dass es sich nicht um Legehybriden handelt, der könnte es auf jeden Fall mal mit den weißen Baduanern versuchen. Die schwarze Variante hat es mir persönlich bei meinem Besuch bei Stefanie aber am meisten angetan, denn dieser Grünglanz hat einfach etwas für sich. Ich kannte ihn so intensiv bisher nur von den Sumatra, die ihn noch um einiges stärker zeigen. Wie ihr jetzt gut sehen konntet, handelt es sich bei Stefanis schwarzem Zuchthahn um ein sehr aufmerksames Exemplar, das die Damenwelt ständig im Auge behält und beißt. So soll ein Zuchthahn sein. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zum Thema Federhaube. Stefanie, mich fragen ja immer viele, gerade so Neueinsteiger in der Hühnerhaltung. Der Gandalf unterstützt mich schon bei der Ansprache. Also, mich fragen immer viele, ob es denn schwierig ist, so Hühnerrassen mit Bärten und Hauben zu pflegen. Was sagst denn du? Würdest du jetzt anfangen, empfehlen, gleich mit Baduanern zu starten? Also die Baduaner sind schon eine pflegeintensive Rasse, das muss man schon sagen. Also die Haube muss ständig kontrolliert werden. Zum einen, ob die Sicht passt, ob die Tiere genug sehen. Dann muss sie auf Milben kontrolliert werden. Das sagen ja immer viele, meine Hühner haben keine Milben und ich sage dann drauf, ja, ich habe es nur noch nicht gefunden. Ja. Also es ist ein gängiges Problem, auf das man gerade bei den Haubenhühnern achten muss. Und am optimalsten sind natürlich so Tränken. Der Gandalf. Am optimalsten sind Tränken mit einem schmalen Rand, damit oder mit so einem, es gibt da so Ringeinlagen, damit einfach die Haube nicht nass wird und der Bart nicht ständig nass ist. Okay, also auch wenn jetzt zum Beispiel draußen das Wetter sehr schlecht ist, dann achtest du eher darauf, dass sie in die Foliären bleiben, weil natürlich die Haube dann schnell leidet, oder? Ja. Und also man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, als wenn man als Mensch dann wirklich in der kalten Nacht ist und man hat nasse Haare und ist draußen und im Wind und im Zug. Das kann natürlich nicht gesund sein. Das kann nicht gesund sein. Noch ein letzter Blick zu den grün schimmernden schwarzen Baduanern, bevor wir mit dem fünften Farbschlag im Reigen weitermachen. Dollbunt nennt sich dieser und vielen Hühnerhaltern ist dieser Farbschlag eigentlich gar kein richtiger Begriff. Okay, also wir haben jetzt hier die dollbunten Baduaner. Die sind halt meine besonderen Lieblinge. Ja, sagt der Hahn auch, gell? Ja, er weiß, dass er besonders ist. Die Tiere, die jetzt da hier zu sehen sind, das sind alles Alttiere, also das 15, 16. Und das Besondere bei den dollbunten Baduanern ist, dass sie einfach, je älter sie werden, umso heller werden sie, also umso stärker wird einfach der Weißanteil. Also die haben genetisch auch den Mottling-Faktor, den man zum Beispiel bei Steinpipal, Blumenhühner oder Ancona auch findet. Genau. Und sie wirken dreifarbig eigentlich, gell? Ja, genau. Das ist das Hübsche, was mir auch so gut gefällt. Ja, das stimmt, das ist Tricolor. Aber sie sind, ja, wie gesagt, also der Farbschlag ist wirklich eine Herausforderung. Und okay. Du kannst die Tiere auch nur, wenn sie jung sind, quasi ausstellen durch die Erhöhung. Also mir kommen es auf jeden Fall dann im zweiten Jahr zu hell vor. Also es ist so, die Aufteilung der Farben so ungefähr bei 50% ockerfarbig, rotbraun und so weiter sein. Und 25% schwarz und 25% weiß. Und das ist natürlich dann bei den Alttieren viel zu hoch, der Weißanteil. Okay.
Die dollbunten Baduaner sind übrigens auch ein bisschen die Sorgenkinder von Stefanie. Die Bestandszahlen sind stark rückläufig und es gibt kaum gute Zuchttiere zur Blutauffrischung. Also es wäre wirklich toll, wenn ein paar mehr Leute sich für diese Variante begeistern könnten. So, Wahnsinn, wie viele Farbflecke die Stefanie von den Baduanern hat. Das hier ist jetzt der letzte, den wir euch in dieser Folge vorstellen, der blaue. Also wahnsinnig schick, der Hahn, auch so ein edles Tier. Kannst du den Leuten züchterisch noch ein paar Tipps mitgeben zu den blauen? Also der blaue Farbschlag ist jetzt am die kürzeste Zeit bei mir. Mhm. Also vielleicht bin ich jetzt noch nicht so der Profi, aber es gibt halt diese typische Sache, die jeder kennt, dass eben die blauen spalterwig sind. Ja. Was auch stimmt, also man hat also die Tiere ins Splash und dann auch schwarze nachkommen. Und das ist jetzt aber nicht so, dass, wie man immer behauptet, also wie man oft hört, dass die wertlos sind für die Zucht. Also fürchtet euch nicht vor den Splash. Genau. Was bei dem blauen Hahn sofort ins Auge springt, der ist ungemein elegant, vielleicht etwas leichter gebaut als die anderen Baduaner bei der Stefanie, aber diese extrem langen Sichelfedern, das hat was. Kann man jetzt natürlich streiten, ob das dem Standard entspricht oder nicht. Ich fand, es waren wunderschöne Tiere, auch wieder sehr agil. Und was mich dann noch interessiert hat, wie es eigentlich so mit der Legeleistung der Baduaner aussieht und wie die Eier aussehen. Die Baduaner sind ja natürlich jetzt nicht eine Rasse, auf die man als erstes denken würde, wenn man einen Legehuhn sucht. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich so aus, gerade so bei den häufigeren gesäumten Farbflecken? Wie würdest du die Legeleistung beschreiben? Also die Legeleistung ist im Grunde so, wie im Standard beschrieben, es sind 120, 130 Eier im Jahr. Mhm. Das legen sie sicher. Und ich sage, wenn man da so 5 Baduaner-Hühner hat, dann wird man bestens versorgt. Aber ich würde jetzt sagen, dass es ist im Sommer eine gewisse Pause, dann wenn es wirklich heiß wird, und im Winter okay. Ist es schleppend. Also es ist einfach meine persönliche Erfahrung. Kommt aber sicher auf die Haltungsbedingungen drauf an. Das Beste, oder man könnte auch sagen das Süßeste, habe ich mir ganz bewusst bis zum Schluss aufgehoben. Nämlich, wie könnte es anders sein, die Küken. Baduaner-Küken haben wie nicht anders zu erwarten schon nach wenigen Lebenstagen eine deutlich sichtbare Haubenbildung. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel die Küken des silber-schwarz gesäumten Farbschlages. Bei Stefanie gab es Küken in verschiedenen Altersstufen. Interessant war, dass man diese bei ausreichend Platz auch gemeinsam großziehen konnte, denn bei anderen Rassen ist es ja oft ein Problem, wenn die Küken unterschiedlich alt sind, dann hacken die Älteren auf den Jüngeren herum. Dazwischen können fachkundige Augen vielleicht auch ein paar Sultan-Küken erkennen. Ja, es hat mich total gefreut, dass sich Robert heute die Zeit genommen hat, um meine Baduaner vorzustellen und euch dann zu zeigen. Und ja, wenn ihr weitere Informationen wollt, ich habe auch eine kleine Homepage, das ist www.baduaner.at oder natürlich die Homepage des Deutschen Sondervereins, da findet man auch total viele Informationen über unsere Vollhaubenhühner und seltenen Rassen. Auch ich möchte an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Stefanie richten. Es war klasse, dass sie mitgemacht hat, zumal es wohl schwer wäre für mich, woanders in Österreich so viele tolle Farbschläge von den Baduanern zum Filmen zu finden. Also ich bin auch wirklich immer darauf angewiesen, dass Leute sich bei mir melden, bei denen es toll zum Filmen geht. Ja, und das Happy Huhn Buch erscheint bald. Nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht vorbestellt habt.